Hallo und herzlich willkommen in meiner Kartenwerkstatt. Ich bin die Andrea und bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ihr seht schon hier das heutige Projekt. Und zwar hatten wir diese Woche Teamtreffen vom Team Papiermagie. Und wir haben diesen tollen Adventskalender gebastelt, den man auch als Mini-Album nutzen kann. Ich zeige euch da sag euch da ganz verschiedene Möglichkeiten auch da dazu. Ja, und wir Mädels vom Team Papiermagie, wir würden uns natürlich freuen über Zuwachs. Und wenn du überlegst, selber Demonstratorin zu werden, dann komm doch einfach in mein Team Papiermagie. Da warten viele nette Mädels auf dich. Und im Oktober, bis zum Ende Oktober, gibt es jetzt noch ein ganz, ganz tolles Einstiegsangebot von Stampin' Up. Und zwar dieses Starter-Paket, das man ja für 129 € beim Einstieg erwirbt. Hat normalerweise einen Warenwert, könnt ihr euch dafür aussuchen, von 175 € und jetzt im Oktober hat das Stampin' Up nochmal aufgestockt, dass ich es nur rausbringe, auf 207 €. Also ihr zahlt 129 € und dürft euch aber Ware für 207 € aussuchen. Und das ist natürlich klasse. Und zwar Ware, die ist nicht vorgegeben. Da könnt ihr euch aussuchen aus den aktuellen Katalogen, aus den gültigen Katalogen und Aktionen, was ihr gerne möchtet. Und ja, wenn du da Interesse hast, melde dich doch einfach bei mir, einfach per Mail unter andreaskartenwerkstatt@gmail.com, dann kann ich deine Fragen beantworten, wir können auch telefonieren und ich erkläre dir alles dazu. Ja, und wie gesagt, bei unserem Online-Teamtreffen haben wir diesen Adventskalender gebastelt, jetzt diese Woche. Und Adventskalender ist immer, finde ich, wahnsinnig schön zum Verschenken. Es ist aber auch sehr, sehr zeitaufwendig und oft ist es ja so, dass man vielleicht gar nicht so viel Luft hat, so ganz aufwendige Adventskalender zu gestalten. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen was ganz Einfaches. Also das Projekt ist wirklich an einem Abend fertig. Je nachdem, wie aufwendig ihr die Deko natürlich gestaltet, dauert es vielleicht etwas länger, aber dieses Grundgerüst ist locker an einem Abend fertig. Das ist nicht so dramatisch und diese Art ist auch nicht so papieraufwendig wie viele, viele andere Adventskalender. Und er sieht so aus von oben. Hier ist schon ein bisschen dicker, weil hier in der Mitte schon was befüllt ist. Ich habe das Ganze hier mit einer Schleife verschlossen, einfach da zum Übergeben sozusagen. Die Grundidee dazu habe ich bei Petra Rosenbaum gesehen. Ich habe das Ganze jetzt von den Maßen einfach noch abgewandelt. Und in diese Täschchen passt ganz vielerlei. Ich mache jetzt einfach mal hier die Schleife auf und zeige euch mal, was sich da so dahinter verbirgt. So, hier glitzert es ein bisschen. Also ich habe ihn relativ schlicht hier dekoriert. Auch auf der Rückseite, da habe ich nur welche von diesen fertigen Stanzformen Schneeflocken benutzt. Die findet ihr im Mini-Katalog. Also diese kommen schon fertig und habe die jetzt eben hier verwendet, habe hier ein paar Glitzisteine und eben einen Spruch noch drauf gemacht. Und ihr könnt das Ganze jetzt als Mini-Album verwenden, als Geschenk für Weihnachten, für Geburtstage, wie auch immer. Könnt ihr natürlich Fotos reingeben. Der hat hier an der Seite Täschchen. Ich zeige es euch mal von so. Und es passen ganz verschiedene Sachen rein. Also wir haben mal so ein bisschen auch zusammengetragen, was denn reinpassen würde. Also es passen Teebeutel rein. In sämtlichen Größen. Ich dachte immer, Teebeutel sind eigentlich genormt von der Größe her, aber das sind sie nicht. Aber es passen auch die etwas größeren rein. Je nach Hersteller sind die ein bisschen unterschiedlich. Also Tee passt rein. Ihr könnt Gutscheine reinstecken. Ich habe hier einfach mal eine Visitenkarte. Gutscheine im Scheckkartenformat, die passen genauso rein. Ihr könnt kleine Kärtchen reinstecken mit schönen Botschaften, mit Komplimenten, mit positiven Gedanken, einfach mit Advents- oder Weihnachtssprüchen. Wie gesagt, ihr könnt Fotos von Ausflügen oder Familienerinnerungen hier unterbringen. Was haben wir noch zusammengetragen? Ihr könnt Sammlerkarten, haben wir festgestellt, hier mit reingeben. Die passen
ganz genau hier rein. Wie ausgemessen und dafür gemacht. Also diese Sammelkarten, weil eine von den Mädels aus dem Team, die hat einfach für Kinder dann einen Adventskalender gleich draus gemacht. Die möchte nämlich so Sammelkarten verschenken und jeden Tag ist dann eben eine Sammelkarte drin und die passen ganz genau hier rein. Ja, also wie gesagt, das sind ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann, ich nehme bloß das mal raus, man kann das aufstellen. Es passt sogar Mini-Schoki auch rein. Das habe ich noch vergessen. Also Mini-Schoki passt auch rein. Es lässt sich, ich zeige es euch mal von oben, beim Befüllen geht es natürlich so ein bisschen auseinander. Darum habe ich das Ganze hier auch mit einem Band verschlossen. Dann kann man es einfach schön kompakt übergeben und es kann nichts rausfallen. Man könnte, ich zeige euch dann nachher noch verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das entweder hier einen Eingriff ausstanzen könnt oder wie ihr das verschließen könnt auch, dass es vor neugierigen Blicken geschützt ist zum Beispiel. Ich meine, Kinder sind da ja immer ein bisschen arg neugierig, aber natürlich auch die Erwachsenen. Und ja, also wie gesagt, mit einem Band verschlossen zum Übergeben einfach. Und man kann das jetzt natürlich so hinstellen, hinlegen, wie auch immer. Und man kann das Ganze aber auch, so, ihr seht schon, hier einfach mit einer kleinen Klammer. So, ich habe mir eigentlich eine hergelegt. Wo ist sie denn? Mit so einer kleinen Holzklammer einfach hier verschließen. Und dann könnte man das Ganze natürlich auch aufstellen auf den Tisch. Und ja, ich zeige euch mal, würde ich sagen, wie ich es gemacht habe. Ich zeige euch heute nochmal eine andere Variante dazu und wie ihr Adventskalenderzahlen auch anbringen könnt und verschiedene Möglichkeiten hier mit diesen Eingrifflaschen. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach los. Ich mache mal hier die Klammer nochmal auf und falte das hier einmal zusammen. Dann nimmt es nicht so viel Platz weg hier. So, ich werde jetzt heute verwenden dieses Designerpapier hier unten auf Seite 25 im Mini-Katalog, Entschuldigung. Und zwar heißt es Designerpapier Festliches Grün. Das ist so eine ganze Produktreihe, eine ganz tolle Reihe. Und ich nehme da das Designerpapier raus. Und für den Spruch, den ich heute anbringen werde, werde ich auch das Stempelset dazu verwenden, nämlich Festliche Grüße habe ich mir dazu ausgesucht. Dieses Advent, Advent, das ist aus dem Stempelset Lichterzauber hier. Und ihr braucht für den ganzen Adventskalender mit 24 Täschchen, braucht ihr 4 große Bögen, also 12x12 Inch große Designerpapiere. Also ich habe mir jetzt zweierlei Designs ausgesucht, jeweils 2 ganze Bögen. Ich habe hier mal schon ein bisschen vorgearbeitet, damit das Video nicht den zeitlichen Rahmen hier sprengt. Und das Designerpapier, das schneidet ihr euch als erstes zurecht und zwar in lauter 10 cm breite Streifen. Also da kriegt er 3 Streifen pro Bogen raus und es bleibt so ein kleiner schmaler Steg übrig mit 0,5 cm. Und das macht er aus 4 Designerpapieren, also 4 Bögen. Das heißt, ihr bekommt dann 12 solche Streifen raus. Und aus einem Streifen gehen eben 2 Täschchen wiederum raus. Und da zeige ich euch, wie man die falzt. Am besten nehmt dann Designerpapier ohne Musterverlauf, dann ist es am allereinfachsten. So, und dann nehmt ihr euch so einen Streifen, also das ist dann ja 12-mal dasselbe, sag ich mal, und legt erst mal die kurze Seite oben an und falzt hier bei 1 cm, legt ihr euch das an und da zieht ihr euch die erste Falz. So, genau, das sieht ihr, glaube ich. Also einmal hier seitlich. Dann dreht ihr das einmal rum, sodass eure Klebelasche hier jetzt nach unten zeigt und falzt hier auf der jetzt langen Seite hier auch bei 1 cm. Dann dreht ihr das Ganze einmal um. Dann braucht ihr hier eine Falz bei 8,1 cm. Und dann schiebt ihr das Ganze weiter bis hier auf 6 Inch oder 15,2 cm. Also das ist genau diese
Anschlagsfläche, sage ich jetzt mal, von dem Lineal, wenn er das nicht ausklappt und einfach geradeaus hinterschiebt bis zum Anschlag, dann habt ihr genau 6 Inch, weil das Ganze ist ja 12 Inch lang, das Papier, und somit habt ihr die Hälfte und da könnt ihr das wirklich abschneiden. Also das, so geht es am allereinfachsten. Und das ist schon der Zuschnitt fürs erste Täschchen. So, dann brauchen wir natürlich das zweite Täschchen. Da mache ich es jetzt wieder so, dass ich mir die Klebelasche nach unten mache, dann haben nämlich alle Täschchen nachher die gleiche Ausrichtung. Ich lege mir das wieder bei 1 cm an. Drehe es mir nochmal, mache mir die nächste Falz bei 8,1 und abgeschnitten auf 6 Inch habe ich ja so im Endeffekt schon. Und so habt ihr schon 2 Täschchen und das macht ihr eben mit allen 12 Streifen. Ich mache das jetzt gerade mal mit dem noch und bin gleich wieder da für euch. Nachdem ihr das auf dem Designerpapier relativ schlecht sieht, die Falzen, habe ich euch hier aus Farbkarton nochmal ein Muster gemacht sozusagen. Also diese Streifen sind 10 cm breit. Ihr falzt hier auf der langen Seite bei 1 cm, auf der kurzen und bei 8,1 und schneidet es eben bei 6 Inch ab. Und hier habe ich schon den Zuschnitt von den Falzlinien. Also ihr müsst euch da, wo diese Falzlinien jetzt kreuzen, da schneidet ihr euch einfach die komplette Ecke ab. Dann habt ihr da schon mal den richtigen Winkel hier. Hier könnt ihr es leicht anschrägen und alles, was hier ist von dieser Klebelasche, das kommt weg. Ich mache das jetzt einmal hier mit dem Designerpapier auch. Aber wie gesagt, auf dem Designerpapier, das ist oft relativ schwer in der Kamera zu sehen. Also hier sind meine zwei Falzen, die treffen sich hier. Da schneide ich hier einmal ab. Hier muss ich nicht unbedingt anschrägen, aber... So, jetzt muss ich selber gerade gucken. Hier ist meine Mittelfalz. Da schräge ich mir das Ganze auch gleich an. Und das hier kommt jetzt einfach weg. So, ich knicke es mal auch einmal nach. Dann sehe ich das hier besser. So, und das ist der ganze Zuschnitt. Seht ihr das? Ich drehe es so rum. Jetzt habe ich es andersrum, ist egal. Das war die Innenseite, da habe ich mir die Maße draufgeschrieben. So sieht das Ganze aus und das mache ich jetzt gerade mit den anderen drei Teilen auch noch. So, das sind jetzt meine Teile und das Ganze, wie gesagt, macht er mit allen 12 Streifen, dann kriegt er 24 Täschchen eben raus. Um das so in der Runde schließen zu können, braucht er eben die 24 Täschchen, weil sonst einfach die Spannung zu groß wird. Wenn er weniger nimmt, dann ist die Spannung zu groß, nicht, dass sich das irgendwie verformt dann. Ihr könnt diese Täschchen übrigens natürlich auch einfach aufhängen dann. Also ich werde es jetzt so machen, dass ich mir diese Eingriffsmulde wieder ausstanze. Das müsst ihr bitte machen, wenn ihr das machen wollt, vor dem Zusammenkleben. Ihr könnt aber natürlich auch, ich nehme jetzt gerade hier mein Muster nochmal, ihr könnt aber natürlich auch das einfach so lassen, jetzt dann das Täschchen. Wie gesagt, ihr könnt das aufhängen mit einer kleinen Klammer dann natürlich auch, wenn ihr das jetzt irgendwo an eine Schnur hängen wollt zum Aufhängen. Ihr könnt diese Form aber auch benutzen, um Gutscheinkarten zum Beispiel in Karten einzukleben. Also einfach als Gutscheintäschchen sozusagen also auf der Innenseite von der Karte, das geht genauso. Also wie gesagt, diese diese Gutscheine in Scheckkartenformat gehen da super rein. Und wie gesagt, also wenn ihr so eine Eingriffsmulde machen wollt, dann müsst ihr die jetzt vorm Zusammenkleben einfach ausstanzen. Und da habe ich es mir so gemacht, damit ich mir jetzt nicht jedes Mal das anzeichnen muss, weil es soll ja ungefähr auf derselben Höhe hier immer sein, habe ich es mir angezeichnet. Und zwar habe ich mir einfach so eine Schablone gemacht. Also die Länge ist jetzt hier eigentlich egal. Ich habe mir eine 7 cm breiten Streifen habe ich mir einfach genommen, habe mir hier die Mitte angezeichnet und habe hier mit meiner Stanze einfach, ich sag mal, so ein Muster mal reingestanzt. Und das nehme ich jetzt her für meine 24 Täschchen und nehme das als, ja, oder zum Markieren. Ich habe jetzt hier verwendet die Stanze Dekorativer Kreis. Die findet ihr im Jahreshauptkatalog auf Seite 153. Ihr könnt aber auch, was sich super dazu eignet, so einen Wellenkreis nehmen. Dieser 1/3 Wellenkreis, der ist noch im Ausverkauf. Müsst ihr mal gucken, an der Ausverkaufsecke, da ist er noch drin. Also ich finde das immer so ein ganz tolles Basic eigentlich. Genau.
Zu weit rein dürft ihr eure Ausstanzung hier natürlich nicht machen, weil je weiter ihr das reinmacht, desto weniger Platz habt ihr natürlich innen in eurem Täschchen für euren Inhalt. So, und das lege ich mir jetzt einfach hier an und schnapp mir einen Bleistift. Lege mir das hier auf meine erste Hälfte und dann kann ich mir das hier einmal nachzeichnen, hier meine Ausstanzung. Sieht man das so in der Kamera? Ja, ich glaube. Und dann nehme ich mir jetzt einfach meine Stanze und stanze mir das hier so auf. Da habe ich ja jetzt einen Anhaltspunkt. Klappe mir das zusammen. Ich nehme da gleich mal meinen Papierfalter und gehe hier drüber. Und dann schnappe ich mir wieder meinen Bleistift. Hier fällt schon alles durcheinander. Markiere mir das hier wieder und kann mir das jetzt hier eben innen auch ausstanzen. Ihr könnt natürlich Designerpapier schon doppelt stanzen, auch mit einer doppelten Stärke, aber auf Dauer würde ich es nicht machen. Das macht euch nur die Stanze stumpf. Und so, ihr seht da, das passt perfekt jetzt hier zusammen, das geht super. Und so mache ich das jetzt gerade mal bei den drei anderen auch noch. So, die anderen habe ich in der Zwischenzeit schon zusammengeklebt und ich zeige es euch an einem. Nochmal, also wie gesagt, da habe ich jetzt die Eingriffe gestanzt und gleich nachgefalzt. Das mache ich hier auch. Nehmt da ruhig den Papierfalter, dann habt ihr einfach schöne scharfe Kanten. Das habe ich jetzt bei dem auch gemacht und dann nehme ich mir einfach Mehrzweckflüssigkleber und gebe mir hier einfach eine dünne Spur Kleber drauf. Also bitte nicht zu viel, weil sonst drückt euch das nur raus. So, und dann verschließe ich das Ganze hier. Ruhig nochmal nachdrücken. Und dann sind die Täschchen schon fertig. So, und die werden jetzt so genommen, dass unten sozusagen die Naht ist, weil in der Draufsicht habt ihr dann die schöne Kante sozusagen oben hier. So, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt die schon, ich sag mal, so zusammenkleben. Das habe ich jetzt hier bei meinem Muster auch mal gemacht. Die werden zusammengeklebt und zwar nur mittig, das zeige ich euch gleich. Ich fand es jetzt hier schöner und wertiger, wenn hier einfach noch ein Streifen, ich halte mal daneben so zum Größenvergleich, ein Streifen Farbkarton hier, ja, das ganze Täschchen sozusagen verlängert ist. Das macht es einfach noch edler und ich finde, es steht dann natürlich besser, weil es insgesamt stabiler ist. Und dazu nehme ich mir jetzt nochmal meine Papierschneidemaschine. Und da lege ich mir jetzt alle meine Täschchen ein und zwar mit der geschlossenen Seite bei einem Zentimeter mache ich mir dann eine Falz. Also das ist meine Markierung, so weit darf ich nachher mit meinem Farbkarton rein. Seht ihr das? Also bei einem Zentimeter einfach eine Markierung machen, eine Markierungsfalz. Ihr könnt dann natürlich auch einen Bleistift hernehmen, aber ich finde es jetzt so eigentlich viel einfacher, sich da die Markierung zu setzen. Einfach, ja. Genau. Ich zeige euch nachher auch noch verschiedene Möglichkeiten, Adventskalenderzahlen da aufzubringen. Aber erst machen wir unsere Täschchen hier fertig. Und wenn ihr diese Farbkartonstreifen hier mit dazu wollt, dann nehmt ihr euch, also ich habe jetzt hier grundweißen Farbkarton genommen, weil das einfach die Grundfarbe hier von diesem Papier auch ist. Und das schneidet ihr von einem DIN A4 Bogen. Also das ist die 21 cm Seite, schneidet ihr euch bei 14,6, teilt ihr euch den, dann habt ihr zwei Streifen mit 14,6, könnt ihr da rausschneiden, macht euch hier eine Falz bei 7,3 cm und dann schneidet ihr lauter 3 cm breite Streifen ab. Also da braucht ihr natürlich auch wieder 24 Stück. Die falze ich mir jetzt in der Mitte auch nach. Also ich zeige es euch jetzt, wie gesagt, anhand von diesen Vieren. Und da schaue ich jetzt, wo ist meine Naht? Wie gesagt, die kommt ja nach unten, sodass ich hier die schöne Kante habe. Und so mache ich es jetzt mit den Streifen auch. Die Kante kommt nach unten, beziehungsweise die Naht. Und ich lege mir das jetzt so ein, dass meine Falzlinie hier meine Markierung ist, sozusagen. Also so werde ich das ankleben. Und dazu streiche ich mir jetzt einfach oder gebt mir Mehrzweckflüssigkleber hier auf diese Fläche. Achtung, macht wieder nicht zu viel an den Rändern, dass es nicht rausdrückt. Und ich gebe mir hier vorne, damit es auch von vorne haftet, hier einfach auf meine
markierte Fläche nochmal Mehrzweckflüssigkleber. Lege das hier jetzt so bündig an, dass meine Falz hier der Abschluss ist, und dann klappe ich das Ganze nur noch zu. Und so habt ihr nämlich einfach eine Maßeinheit für alle eure Tütchen und die werden alle regelmäßig. Und dann streiche ich mir das gut fest und dann ist euer Tütchen im Endeffekt fertig. Und es sieht schon ganz anders aus als nur so, oder? Also ihr könnt dann natürlich auch farbigen Farbkarton nehmen, wie ihr möchtet. Ich mache das jetzt gerade mal mit den anderen dreien auch noch. So, meine Täschchen sind fertig. Wie gesagt, das ist 24 Mal, also es ist immer derselbe Schritt. Wenn ihr alle Arbeitsschritte immer gleich macht, also immer einmal die Eingriffe anzeichnen, einmal die Eingriffe ausstanzen, einmal diese Streifen aufkleben und so weiter oder die Täschchen zusammenkleben, dann seid ihr viel effektiver, als wenn ihr das alles immer einzeln macht, als Tipp nebenbei. Und für diesen Eingriff zum Ausstanzen, da wollte ich euch eigentlich noch sagen, also das wird immer ausgestanzt gegenüber, auf der Seite gegenüber von der Klebelasche, also immer auf der hier. Da kommen diese Eingriffsmulden, also wenn ihr die braucht, wie gesagt, die müsst ihr nicht unbedingt machen. So, und jetzt geht es eigentlich schon ans Zusammenkleben. Wie gesagt, ich habe ja hier meine 20 anderen schon vorbereitet und für das Zusammenkleben, da gebe ich mir nur, also das spare ich aus dem Farbkarton und gebe mir nur hier mittig einfach so einen Streifen Mehrzweckflüssigkleber drauf. Ich schaue mir jetzt, wo ist meine Naht. Da muss ich noch ein bisschen drücken. Und der Kleber noch nicht ganz anzogen. Und setze mir das jetzt einfach hier bündig so drauf. Und ihr könnt hier das Ganze so hochnehmen, hier aufstellen, dann seid ihr hier bündig. Und ihr könnt auch hier nochmal aufstellen. Stellen, dann seid ihr hier auch seitlich bündig. Und dann drücke ich mir das Ganze einfach ein bisschen an. So, und dann kommt mein nächstes drauf. Ich mache jetzt immer abwechselnd rot und grün. Das bleibt euch überlassen. Ihr könnt da auch mehrere Designs nehmen oder das gleiche. Ja, aber es bietet sich halt an, zwei Designs zu nehmen, weil ja immer zwei Bögen vom gleichen Design in einem Packen Designerpapier eben drin ist. Ihr könnt natürlich auch vier nehmen. Das ist ganz egal. So. Das Papier ist übrigens aus dem Designerpapier Tagtraum. Das ist das Gastgeberinnen-Designerpapier aus dem Jahreshauptkatalog. So, und den bringe ich mir auch noch an und dann ist das Grundgerüst schon fertig. So, mein letztes Rot, das habe ich jetzt unten reingeklebt, weil ich hier mit Grün aufhören wollte. Und lasst den Kleber dann natürlich ein bisschen anziehen und dann könnt ihr schon mal testen. Schwupp. Und schon öffnet sich das. Sieht doch toll aus, oder? Ich finde es eigentlich auch eine tolle Dekoration. So ganz abgesehen davon, dass man dann doch noch was drin verstecken kann, gell? Ja. So. Und dann, ja, geht's ans Dekorieren eigentlich. Also ihr könnt natürlich Adventskalenderzahlen ausstanzen oder auch als Aufkleber draufkleben. Ich habe mir hier, das ist jetzt nur mein Muster, ich werde es jetzt nicht ganz ausdekorieren mit euch, weil das ja, sprengt natürlich immer den zeitlichen Rahmen von dem Video. Ich habe mir hier die Zahlen, wollte ich sagen, aus dem Buchstabenmix hier aufgeklebt. Die haben eigentlich eine ganz schöne Größe. Und es ist jetzt natürlich so, wenn ihr das zusammenklebt, also ihr könnt natürlich auch, ihr müsst es nicht unbedingt kleben, ihr könnt euch auch hier in diesen Farbkarton noch zwei Löcher reinmachen und dann Band durchziehen und das durchs Band zusammenhalten lassen. Wobei ihr dann natürlich das nicht zu straff ziehen dürft, weil schon fächert sich das so schon auf. So ist es halt ganz gut, weil das einfach dann, ja, ich sag mal, möglichst eben ist. Wisst ihr, was ich meine? Und hier rein die Zahlen kleben, also die könnt ihr nur ohne einen Kreis noch. Ihr könnt aber das entweder hier hinkleben, also wenn ihr den Eingriff jetzt nicht macht, dann könnt ihr das jetzt zum Beispiel hierher kleben. Oder ihr ungefähr so. Ich habe hier einfach noch so ein einzelnes Täschchen gemacht, mir einfach, also hier habe ich jetzt keinen Eingriff ausgestanzt sozusagen, sondern habe mir das nur hier mit ein bisschen Mehrzweckflüssigkleber angeklebt und von hinten habe ich mir auch nochmal einen Kreis dagegen geklebt. So, seht ihr, was ich meine? Damit
das einfach ja, stabil genug ist, sag ich mal. Und da könnt ihr natürlich auch eure Adventskalenderzahl so drauf machen und dann hier eure Zahl. Oder wie gesagt, so werde ich jetzt dann nachher machen, ich mache mir die einfach hier oben her. Ihr könnt dann natürlich auch unten nutzen. Oben oder unten, das geht. Aber dann dürft ihr natürlich kein Kreis mehr mit dazu machen, sondern nur eure Zahl. Aber wie gesagt, da fällt euch was ein. Das ist immer Geschmackssache. Jeder mag das ein bisschen anders machen. Ich habe mir jetzt aus dem Designerpapier festliches Grün. Da gibt es einen Bogen, wo diese tollen Weihnachtssterne drauf sind. Die habe ich mir einfach mit der Hand ausgeschnitten, habe mir da Menschen das hinten draufgeklebt. Und das werde ich mir jetzt hier einfach auf die Front setzen. Ansonsten braucht es eigentlich nicht viel an Deko. Ihr müsst bloß aufpassen, dass ihr nicht drunter oder drüber hinaus ist jetzt kein Problem, aber drunter, weil wenn ihr das aufstellen wollt, nicht, dass euch da das hier aufsteht. So, und ich habe mir einen Spruch gestempelt. Hier ist er. Festliche Grüße habe ich hier genommen und ich habe hier verwendet Tinte in Tannengrün. Das ist nämlich hier im Designerpapier auch mit drin. Und da habe ich mir jetzt auf eine Seite ein Dimensional jetzt auch oder ein Dimensional gemacht, weil diese Blüte ja auch schon erhaben ist und das werde ich mir jetzt hier so hersetzen. Und hier mache ich mir jetzt einfach, damit das alles dieselbe Höhe hat, einen Klecks Mehrzweckflüssigkleber und kann mir das jetzt eben hier so hersetzen. So. Genau. Und viel mehr braucht es auch nicht. Wie gesagt, hier vorne kommt dann nachher noch die 1 drauf. Das dekoriere ich noch fertig und ich werde hier noch ein paar Perlchen vom Basic Perlenschmuck hier mit draufsetzen. Viel braucht es im Endeffekt ja eigentlich nicht. Ihr seht ja, das Papier ist schon so aussagekräftig und es hat so ein schönes Weihnachtsgrün, finde ich. Und auch dieses Rot mit diesen Weihnachtssternen gefällt mir wahnsinnig gut. Und hier mal, ich sag mal, die Winter- oder Schneeflocken-Variante. Also da könnt ihr euch wirklich ja, mal wieder austoben. Und wie gesagt, es ist relativ schnell gewerkelt, braucht nicht ganz so viel Papier wie jetzt so ein ganz großer Adventskalender mit ganz vielen Boxen. Und ich fand es mal eine schöne, ja, Alternative. Und ja, es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man den befüllen kann. Den habe ich euch am Anfang schon gesagt und so mitten im Video noch ein paar Möglichkeiten genannt. Ihr könnt, wie gesagt, die einzelnen Tütchen auch aufhängen oder als Gutscheintäschchen benutzen. Also da sind der Fantasie mal wieder keine Grenzen gesetzt. Ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachwerkeln. Die Maße und die verwendeten Materialien gebe ich euch unten in die Infobox wieder rein. Und wenn ihr die tollen Produkte von Stampin' Up! Bestellen wollt, dann gerne über mich unter andreaskartenwerkstatt@gmail.com oder im Onlineshop könnt ihr auch bestellen unter https://andreasteiner1.stampinup.net. Ja, und jetzt viel Freude beim Adventskalender oder Mini-Album basteln, wie auch immer, was ihr draus macht. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, macht es gut und bis bald. Ciao, ich freue mich schon.